Na, das war klar. Anscheinend scheint das Ding auch keine Fenster zu haben. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie man hier reinkommen soll. Okay, man kann die Tür vielleicht einschlagen mit dem Baseballbat, aber... nicht mit mir. Macht ja auch viel zu viel Lärm dann, obwohl wir eigentlich schon die ganzen Zombies im Umkreis, glaube ich, hier in unserer unmittelbaren Nähe haben, so wie es gerade aussieht. Hau drauf. Da. Wie in einem Azad-Video. Und ein Big Hiking Bag, was natürlich perfekt ist wieder für Weight Reduction. Aber wir sind ja schon ganz gut ausgestattet. Deswegen braucht man das gerade eigentlich nicht. Aber man sieht's, das macht schon Sinn, mal immer zu gucken, was die Zombies so droppen. Ab und an sind es ja dann doch Sachen, die man braucht. Und das sieht nach einem Supermarkt, glaube ich, aus. Da habe ich auch Zombies gerade links gesehen, deswegen versuche ich die mal ein bisschen zu umgehen. Ich glaube, wir müssen die Fenster einschlagen, aber... nee, das sieht nach was Besserem aus als ein Supermarkt. Das sieht nach einer Halle aus, oder? Und damit meine ich nicht Halle an der Saale. Nee, das ist eine Schule. Hm, okay. Vielleicht haben wir ja Waffen da drinne. Und wenn es nur die Waffen des Wissens ist. Erstmal hier alles clearen und dann mal den Eingang suchen. Dann schauen wir mal, was wir da drinnen haben. Na komm. Okay, da vorne haben wir die Tür. Ich bin mal gespannt. Ich war auch noch nie hier in der Schule. Lala. Deswegen mal gucken, was ihr da finden lässt. Also ob es eventuell unsere Zeit wert ist. Verschlossen. Haben wir irgendwo ein Fenster? Ja. Schauen wir mal, ob wir es aufkriegen. Ich bezweifle es eigentlich, weil meistens öffentliche Gebäude in diesem Game, die muss man meistens eigentlich kaputt hauen, um reinzukommen. Sieht so aus. Okay, Junge. Oh, Moment. War da ein Zombie drin? Oder warum kam gerade der Schock? Versuchen wir es mal hier hinten. Vielleicht bemerkt es dann auch keiner. Wenn wir das hier hinten irgendwie ein Fenster brechen. Von rechts, links kam noch einer. Ja, nicht mehr. Na komm, mach mal hier. Smash Window. So, damit es auch schön jeder hört. Climb through. Lipstick, ja, natürlich, den brauchen wir. Oh, Moment, da war was. Was war der Desk wahrscheinlich, ne? Ja. Hab ich mir schon fast gedacht. Dass hier in dem Fall leider keine Waffengewalt der Alltag zu sein scheint. Ist nicht Neukölln oder wo auch immer das war. Ich weiß es gerade nicht. Ist anscheinend absolut gar nicht. Das ist ein bisschen... oh. Ich gebe aber die Hoffnung nicht aus. Auf. Ich schau mal. Vielleicht finden wir ja noch was. Es scheint aber keine Schule zu sein. Also das hier zumindest nicht. Das ist vielleicht Lehrerhalle oder sowas. So. Na. Pen, Pencil. Na. Keine Waffe oder so. Keine 9mm. Also mit Shotgun rechne ich, wie gesagt, sowieso nicht. Aber vielleicht mit einer 9mm oder so. Man kann ja nie wissen. Ist er quasi wie hier der... boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Personalausweis, genau. Wie der Personalausweis. Man kann nie wissen, wann man ihn mal gebrauchen kann. Deswegen haben wir den eigentlich immer einstecken. Und so soll es ja normalerweise eigentlich auch bei einer Waffe sein. Da haben wir auch gerade gesehen, dass ein Zombie hier reingekommen ist. Ich glaube, hier können wir es definitiv vergessen. Oh, da war eine Crowbar.
Habe ich noch nie benutzt, aber die soll ja ziemlich stark sein, deswegen nehme ich es einfach mal mit. Kollegen Crowbar. Und Nägel, aber... wir haben ja keinen Hammer mehr, sonst hätten wir nochmal den anderen Baseballbett zum Spiked Baseballbett machen können. Aber während ich hier loote, kann ich ja übrigens nochmal hier aus dem Nähkästchen plaudern, was das Game angeht. Wie gesagt, es ist noch momentan in der Early Alpha, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, es gibt noch ziemlich viele Bugs, aber die Entwickler arbeiten, wie gesagt, mit Hochtouren an diesem Game. Es gibt mindestens eine Woche gibt es immer einen neuen Blog-Entry, bei dem eben gesagt wird, an was sie gerade arbeiten und... Oh, das sind viele. Oh ja, und wir hören gerade hier einen Helikopter. Der wird natürlich auch ein bisschen Attention von den Zombies drawn, um mal hier schön im Denglisch zu bleiben. Aber was ich sagen wollte, die Entwickler, die sind echt verdammt interaktiv mit der Community. Also ich habe den Kollegen mal per Twitter eben geschrieben. So von wegen hier, ja, macht's weiter, geiles Game, richtig gut gelungen und so weiter. Und dann, man kann auch anfragen bei den Entwicklern, was eben noch so geplant ist. Und was in diesem Game noch reinkommen wird, im Laufe der Entwicklung eben, ist, es ist geplant, dass noch Autos mit ins Game implementiert werden. Es kommen natürlich mehr Waffen mit ins Game. Und, ja, mehr Sachen, die man essen kann, mehr Sachen, die man craften kann. Und, also, sie sind schon ziemlich aktiv. Und auch in den Foren, das Game hat eine der besten oder nettesten Communities, die man sich vorstellen kann. Also, wenn man in Steam in die Foren mal reinschaut, warum sind hier so viele Zombies, dann wird einem eigentlich immer geholfen, egal welche Frage man hat. Keine Frage ist zu doof quasi. Man wird, es wird quasi jedem geholfen, der eine Frage hat. Und das finde ich ziemlich gut. Also, die Community hält ziemlich zusammen und natürlich auch die Entwickler. So, okay, wir sind jetzt overencumbered, das heißt, wir sollten hier mal ein bisschen was in die Bags reinmachen. Na, okay, ich glaube, die ist voll. Wir sind ein bisschen zu tief. Oh ja, jetzt sind wir natürlich gebissen worden. Das ist von Nachteil. Denn jetzt könnte es sein, dass wir eben schon infiziert sind. Sobald wir Fieber bekommen, ist es schon ziemlich sicher, sage ich mal. Wir haben es ja gerade minor pain, feeling slight pain. Aber wir sind in der Stadt. Wir sind definitiv in der Stadt hier. Ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich auch so einigermaßen, ich glaube, das war das bei diesem Education Center da hinten. Ich glaube, wenn wir nach links gegangen wären, hätten wir irgendwo einen Pharma-Markt gefunden. Das sieht nochmal nach einem Haus aus. Und ich habe gerade nichts zu trinken übrigens drinne. Ich hatte doch irgendwo hier noch, vielleicht der Full Kettle, vielleicht bringt der ja was. Ich weiß nicht, ob wir direkt aus dem trinken können. Ja, anscheinend schon. Gut. Oh, das sieht ja auch wieder nach einem Store aus hier. Problem ist eben nur, dass hier scheiße viele Zombies sind. Obwohl, einzeln könnte ich die sogar loswerden. Ich hatte mal gucken, dass ich jetzt hier die zwei Häuser hier loote und vielleicht nochmal in den Store da oben gehe. Wenn ich die hier, wie gesagt, einzeln abgreife, ist das ein Ding der Möglichkeit. Antidepressants, da haben wir es auch schon. Genau, die wollte ich. Wenn der Charakter eben auch sich langweilt, kann man die nehmen. Oder eben auch Magazine lesen, hilft auch oder so, aber Antidepressants sind quasi dann das schnelle Mittel dagegen. Ah, der ist aber auch leicht für sich hier unterwegs, der Kollege. So. Ein Kamm, ja, natürlich. Alle über einen Kamm scheren hier. Und zack. Wenn man das so ein bisschen raus... Oh, Beta-Blockers, gerne. Wenn man das so ein bisschen raus hat, eben das Game, dann ist es auch, sage ich mal, relativ easy. Nicht, dass ich jetzt hier in dem Fall in dem Game gut wäre oder so. Aber wir haben viele Empty Marks. Wir sollten auf jeden Fall hier erstmal ein bisschen... Die Tür ist sogar offen. Mal schauen, dass wir hier... Ist das ein Zombie, oder? Okay, der liegt schon. Dass wir hier eben unsere Dinger wieder hochkriegen. Unsere... Schade, keine Waffe. Dass wir die Dinger wieder auffüllen. Da haben wir es auch schon. Fehlt auch, meine Güte. Da ist einiges leer. Okay, dann können wir den Kettle wieder zurück... in den Bag machen.
Ansonsten haben wir hier auch wieder nichts. Arr. Chips kann man immer mitnehmen, die wiegen relativ wenig und sättigen einen relativ schnell. Moment, war das gerade, habe ich da gerade richtig gesehen? Nee, habe ich nicht. Frying Pan ist übrigens auch als Waffe eingetragen, natürlich, logisch. Naja, Chips kann man immer mitnehmen. Schauen wir mal hier overall. Oh, wir sind scratched. Das heißt, wir können jetzt hier, da wir den Sweater sowieso nicht brauchen, den in Bandages rippen. Und dann haben wir hier Bandages, 8 Stück insgesamt. Und dann können wir hier Apply Bandage, Upper Torso. Und dann haben wir den gebandaged. Sehen wir hier auch. So. Okaychen. Hier vielleicht noch ein Wäffchen? Nee, gut. Ah, verdammt. Ich hoffe ja immer noch auf eine Schusswaffe so langsam. Ich gehe gleich hier oben rein, aber wie gesagt, erstmal möchte ich mal hier die Häuser looten. Ist es offen? Nein. Zwei auf einmal wäre auch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Climb through. Das Zimmer, das habe ich irgendwie jetzt... Ja. Das hätte nicht passieren sollen, aber ich habe es irgendwie geahnt wieder. Einfach versuchen, hier so schnell wie möglich alles rauszukriegen und sich dann direkt wieder verpieseln. Okay, von da kommen Zombies. Eigentlich kommen von überall Zombies, um genau zu sein, aber hier können wir vielleicht ein bisschen was umgehen. Haben wir noch irgendwo Rounds oder so? Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt eine Pistols sein können. T-Bag, genau das wollte ich. Eine von vielen Sachen, die ich wollte. Okay, den interessiert es anscheinend absolut gar nicht, dass da ein Alarm losgegangen ist. Aber die Zäune können wir übrigens nicht klettern, die sind zu hoch. Oh, Moment. Okay, die haben sich, glaube ich, jetzt alle hier versammelt. Sie versucht hier nochmal ins Fenster reinzukommen, so wie es aussieht. Ich versuche mal hier durch den Wald zu gehen, oder am Wald vorbei, besser gesagt. So. Und dann gucken wir mal in den Store, denn irgendwie muss ich ja einen Barkeeper oder was auch immer das für ein Store da hinten sein soll, verteidigen. Und deswegen denke ich einfach mal, dass der vielleicht entweder eine 9mm Waffe oder eine Shotgun hat. Ich meine, wir sind hier in... Das spielt hier in den USA, ja? Da gehe ich mal davon aus, dass sie sich irgendwie verteidigen. Hm. Hier ist nichts. Ein Hammer hätten wir hier. Ein Crowbar wieder. Repairen kann man... die Sachen übrigens noch nicht momentan, aber... Daran wird mittlerweile auch gearbeitet, dass man eben die Sachen, die man eben hat, eben dann auch reparieren kann. Zum Beispiel eben auch, wenn ein Baseballbett zu Bruch gegangen ist oder so. Und Split-Stacking geht übrigens mittlerweile auch noch nicht. Das heißt, wenn man jetzt 90 Rounds oder so hat an Magazinen für die 9mm zum Beispiel, dann muss man alle 90 wirklich ins Hauptinventar nehmen, um das zu benutzen. Man kann das nicht splitten. Dass man zum Beispiel nur 40 Bullets oder so nimmt, das geht nicht. Und das ist auch noch ein kleines Problem, weil man eben relativ schnell over-encumbered ist, weil Bullets komischerweise doch relativ viel wiegen. Also auch die für die 9mm Waffe eben. Okay, warum einfach mal hier durch. Climb through. Haben, glaube ich, relativ wenig Attention jetzt auch bekommen. Das heißt, es haben nicht wirklich viele mitbekommen, dass wir jetzt hier das Fenster aufgebrochen haben, so wie es aussieht. Warum geht... Ich muss hier noch mehr anscheinend kaputt brechen, um hier in die anderen Räume zu kommen. Das ist auch ein bisschen komisch, weil hier irgendwie keine Tür ist. An das für ein Laden hier, meine Güte. Habe ich direkt die falsche hier aufgebrochen. Na, hallo? Junge. Genau das sollst du machen, Junge. Dann nehme ich durch, komm. Ich glaube, das belasse ich mal dann dabei. Zumindest für das Haus. Geht euch da. Einfach Linksklick tut es auch, habe ich gerade gemerkt. Und wir gehen einfach weiter nach Süden. Wir sollten auf jeden Fall auch was mal zu uns nehmen. Ich meine, ich glaube, ich kann mir sogar schon... Ja, die 9mm Rounds kann ich mal hier reinmachen. Obwohl, ja, die Bandits ist auch, ja. Ja, da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Kommen da viele... 3 Stück. Hier haben wir noch einen. Nehmen wir uns mal das Haus für die Nacht. Und wenn hier keine Pistole oder so drin ist, dann würde ich sagen, reicht das aber auch schon fürs Let's Show dann. So als kleiner Ersteindruck. Also, ich würde auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen.
Das kam überraschend. Denn mir macht das Game wirklich verdammt viel Spaß. Die Grafik ist, wie gesagt, nicht die beste. Ich habe schon von vielen im Forum gelesen, dass sie ihren Freunden davon erzählt haben. Und die waren auch ziemlich begeistert, als sie so die Geschichten gehört haben. Aber dann, als sie das Game letzten Endes gesehen haben, also die Grafik, haben sie dann so gesagt, na, lass mal lieber. Aber das ist die falsche Einstellung. Die Grafik ist, wie gesagt, nicht die beste, aber je schlechter die Grafik ist, oder je simpler die Grafik ist, besser gesagt, desto mehr kann man eben auch in einem Game machen, finde ich. Und das beweist dieses Game eben auch. Also, es ist wirklich richtig gut gelungen und richtig hektisch. Meine Fresse, die halten so viel aus teilweise hier. Was ist denn los? Oh, das, ich hasse Sprinter. Oh, mach dich ab, Junge, ey. Das gibt's nicht. Kann man einer mitzählen, wie viele Schläge der einsteckt? Jetzt ist er weg. Holy spit. Übertreib mal nicht. Shit. Die sind echt viel zu beefy, ey. Ohne hier Schleichwerbung machen zu wollen. Jetzt haben wir jetzt ja einige Buffs und die Buffs auch an der rechten Seite. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall gleich was essen und uns schlafen legen und aus dem Regen raus vor allem. Jetzt kommt hier wahrscheinlich ein Alarm, so wie ich mich kenne, ne? Ah, großartig. Großartig. Ich hätte es nicht beschreien sollen, glaube ich. Ah. Egal, nehmen wir erstmal hier... Habe ich überhaupt was? Ja, Chips. Können wir direkt mal hier natzen. Dann passt das auch. Oh, nee, Moment, da unten waren viele Zombies. Das sollten wir unterlassen. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. War direkt hinter mir einer. So, ich hätte jetzt einfach mal hier warten und hier alles umbolzen, was mir hier entgegenkommt. Und dann werde ich in dem Haus hier oben einfach mal gleich das LP beenden. Oder das LP, das Show. Ist hier irgendwo... Oh. Da war gerade irgendwo einer neben mir und ich habe es nicht mitbekommen. Okay, ich glaube, das war's. Dann gehen wir halt down. Das ist genau das, was ich meine. Man sieht nichts und schon ist das Game vorbei quasi. Gott! Geht weg! Ja. Ja, das war's. Okay. Immerhin, 2 Tage und 13 Stunden haben wir überlebt. Ja, das war Let's Show Project Zomboid. Und hier eben, wie gesagt, das perfekte Beispiel. Man passt einfach nicht auf und schon ist das Game vorbei eben. Naja. Eigentlich wollte ich euch am Ende noch zeigen, wie man eben Tee macht. Das heißt, wie gesagt, ihr braucht einen Full Kettle, einen Empty Mug, einen Teebeutel und Sugar. Und schon könnt ihr eben Tee machen. Gut. Naja, wie gesagt, das war Let's Show Project Zomboid. Ich hoffe, das Let's Show hat euch gefallen. In nächster Zeit wird auf jeden Fall, oder im Laufe der Zeit, vielleicht noch vor Weihnachten, denke ich mal, werde ich auch ein Let's Play zu dem Game beginnen. Dann bekommt ihr da eben noch ein bisschen einen genaueren Einblick. Das war jetzt einfach mal ein bisschen durchgerusht durch das Game. Und ihr habt eben auch mal am Ende die Gefahr gesehen. Dafür war es ja eigentlich nur gedacht. Okay, ja, wie gesagt, ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Wie gesagt, 13,99 €, glaube ich, war es auf Steam. Aber Moment, das Game ist ja eh vorbei. Deswegen kann ich mal kurz hier auf Steam gucken, wie viel das Game letzten Endes kostet, damit ich hier euch keinen Blödsinn erzähle. Das habe ich ja die letzte Stunde schon gemacht. Ich glaube, ich muss das aber aufsplitten, weil es sonst ein bisschen zu groß ist, aber... That's what she said. Also die Videofile. Aber... Das ist natürlich in dem Fall noch meine Sorge. Und wenn jetzt langsam mal Steam sich hier ein bisschen gemächt, dann kann ich euch gleich nochmal den Preis vor dem Game geben. Aber ich meine, das waren 13,99 €. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Steam-Sale ist, ist, denke ich mal, relativ gering. Vor allem, weil es eben noch in der Early Alpha ist. Deswegen rechnet mal damit nicht. Aber ich würde sagen, wenn ihr das Game euch holen wollt, holt es euch für den vollen Preis, damit die Developer eben schön unterstützt werden. Denn die haben es definitiv verdient, wie ich finde. Die Demo ist übrigens for free auf Steam. Die könnt ihr auch ausprobieren. Das Einzige ist, dass die natürlich zeitlimitiert ist. Das heißt, ihr fangt an... Ja, 13,99 € kostet das Ganze. Und wurde am 8. November 2013 übrigens released. Am 8. November... Ja, okay, 8. November kann sein, ja. Ja, die ist zeitbegrenzt. Das heißt, ihr fangt an und seid schon infiziert. Aber ihr bekommt eben schon einen guten Einblick in das Game, wie es eben so läuft und so weiter. Okay, jetzt habe ich ein bisschen zu viel gelabert. Ich glaube, ihr seid auch durch mittlerweile und... Wie gesagt, demnächst gibt es ein LP dazu. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns spätestens da dann wieder.
Ja, bis zum nächsten Video und viel Spaß noch bei allem, was ihr noch so vorhabt. Bis dann, liebe Freunde.